Hallo Leute, ich bin Alex von The Free Jester und ich habe auch Sound. Ich habe nicht sehr viel Zeit, wir haben jetzt 20 vor 9. Ich schmeiß das Ding, wenn das Video fertig ist, rein zum Rendern und werde dann... Ja, na komm hier, komm. Und werde es dann heute noch hochladen. Ich habe ziemliche Zeitprobleme, also... Ich habe heute noch sehr viel gemacht, Sportfest in der Schule, danach noch mit Freunden Fußball spielen, bin erst eben von einer halben Stunde nach Hause gekommen, war noch Essen und so. Nee, das finde ich übel. Und auch du nicht, Floschi. Dass die Begrüßung diesmal ein bisschen seltsam ausfiel. Ach, ich schau mal kurz, haben wir nicht noch irgendwelche Wasser-Pokémon oder so hier? Derp, das sieht schlecht aus. Okay. Oh, jetzt muss schnell gehen. Wir wollen schließlich auch noch mal weiterkommen. Ach du Scheiße, stimmt hier. Ja, ich habe Pokémon noch Haken. Komm, hopp, 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 hopp. Hup, schub, der Hup. Das ist ein Tohedo auf Level 33. Das ist voll Knorke. Oder Töfte. Oder weiß der Geier. Taubball. Netzball. Ich habe keine große Lust, dich jetzt irgendwie riesig anzuschwächen. Danke. Du bist brutal. Komm. Kennt noch immer dieses Lied? Damals kleiner Hype von dieser komischen Troller da. So, Wesen Solo ist jetzt einfach mal scheißegal. Hat einen schicken Angriff, das Viech. Könnte ich auch mal ins Team nehmen. Aber nicht jetzt. Jetzt wird erst einmal Kaskade beigebracht. So, kleiner Hai versucht Kaskade. Äpterdep. So, Grimasse, komm weg. Dann schaue ich mal eben kurz was nach. Ja, passt, passt, passt. Okay. Warte mal kurz. Ach, ich hasse das, wenn mein kleiner Bruder immer in die Tür klopft. Ich sag zu meinem Bruder noch... Christian? Was war das denn jetzt? Ach, Schutz wirkt denn noch. Ja, sag mal zu meinem Bruder. Christian, komm jetzt nicht rein. Ich muss jetzt noch was Wichtiges machen. Muss jetzt noch aufnehmen. Okay. Okay, diese... Hast du auch einen Rivalen, gegen den du es hast zu verlieren? Ja. Oder? Zieh den Chip als Rivale? I don't know. Flügelschlag sollte reichen. Ich meine, wir sind 14 Level über ihm. Das zweite Wingull. Und ich will jetzt heute endlich mal in dieser blöden Siegesstraße ankommen. Weil anscheinend hat Floschi ja keine Ahnung, wo er hin muss. Ist immer... Weiß ich nicht, also... Vielleicht sollte er mal auf die Karte schauen. Denn wir waren ja irgendwo in Xeneroville, glaube ich. Na, höchstens den Fluchtwert. Okay, bevor es jetzt daneben geht, machen wir Aeroass. Trifft ja immer. Hat genau dieselbe Stärke. Und noch ein Stern, du.
wechsle auf mal auf unser Voltenso. Warte mal, wer habe ich jetzt eigentlich rausgeschmissen, du kleiner Hai? Ups. Eins vom Floß-Pokémon. Jo. Theoretisch gegen die Regeln, aber ich setze ja kleiner Hai nicht ein. Der ist ja auch kein Teammitglied und er kommt ja auch zum Ende des Parts, oder sobald wir dann die Siegestraße erreicht haben, fliegt er direkt wieder raus. Insofern. Dürfte passen. Hier bin ich falsch, oder? Natürlich bin ich hier falsch. Ark. Warum? Wieso verlaufe ich mich hier auch noch? Ich muss einfach nach unten und gleich nach rechts. Jetzt müsste ich nach rechts. Ach komm, was soll der Geiz? Haben wir hart dafür gearbeitet, die Pokémon rauszufahren? No, ja, okay, wir haben mehr. Falscher Satzbau von mir. Aber ihr merkt gleich, ich bin in Eile. Ich muss noch, also ich schmeiße dann gleich das Video rein zum Rendern bei Camtasia. Ja, ich benutze Camtasia. Das habe ich oft genug gesagt. Mit so Sachen wie, ich liebe Camtasia. Camtasia hat meinen Part verloren und sowas. Aber trotzdem, es ist einfach so ein Programm, was sehr bedienungsfreundlich ist und deswegen benutze ich es. Und Azumarill. Und dann gehe ich noch schnell duschen und wenn ich dann fertig bin mit Duschen, wird das Video wahrscheinlich gerade mal 20% haben. Ich werde dann wahrscheinlich immer bis 11:30 wach bleiben können, bis es dann fertig ist. Meine Uhr geht echt falsch, oder? Warte, die zeigt hier 39 an, meine im PC zeigt 41 und die mein Armadur zeigt 45. Naja, Annabelle ist besiegt. Was war das? Tiefblau. Und jetzt come on. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, da müssen wir wohl einen Schutz raushauen. Denn ich bin jetzt nicht so... Ach komm. Prachtpolis City ist weit entfernt. Oh nein. Hoffentlich nicht. Triathlet Caspar. Mit einem Stern, du. Das ging schnell. Ich wette, es hatte ein Minus-Verteidigungswesen. Oh, mein Sieg scheint mir. Ah, oh, dein Sieg ist weit entfernter als Prachtpolis City. Oder auch nicht. Los. Da ist doch schon Prachtpolis City. Geschafft. Win. Ups. Ein riesiger Wasserfall. Kleiner Hyrule Nords Cascade. Und die Musik. Die direkt verstummt, weil wir im Pokémon Center gelandet sind. Ein weiteres meiner Pokémon landet in der Box. Alles meine Pokémon, bis auf Formio, glaube ich. Aber Formio ist eh schlecht. Ich frage mich gerade, brauchen wir... Was brauchen wir alles? Brauchen wir Zertrümmerer? Ah, wenn wir Zertrümmerer, wenn wir ja noch unsere Iron Wall. Jetzt ist meine Stimme weg. Hier kommt jetzt Heiko. Oder auch nicht. Heiko, du bist aber hässlich geworden. Und ein Mädchen. Diese unendlich raue Straße wird ihrem Namen Sieg gerecht. Check ich nicht. Entschuldigung, ich stehe gerade irgendwie auf der langen Leitung. Dein Name Trudlinde wird ja auch sehr gerecht. Ja, Roselia wurde besiegt. Wir haben den Kampf gewonnen. Trudlinde ist besiegt. Dein Kampfstil ist fantastisch. Wir müssen noch sehr viel offscreen trainieren. Ich glaube, ich gehe im Normalfall nicht unter Level 50. In die Poké-Liga. Ach nein, wir brauchen Blitz. Haben wir Blitz?
Yes. Immer wird hier ganze Scheiße. Na, wir brauchen Stärke. Ich glaube, das sollte lieber die Nervestraße sein. Und ich kann euch jetzt etwas zeigen. Eisstrahl. Komm, mach Horrorblick. Nein. Nerv mich doch nicht. Tschüss. Was für ein Item trägst du denn? Zauberwasser. Was? Oh. Du Scheiß. Beutel ist voll. Na komm, hier. Tropenbrief. Tschüss. Und auch den Glitzerbrief. Brauchen wir nicht. Tschüss, Küstenschale. Bla 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 bla. Okay, ist alles wichtig. Haben wir nicht irgendwie so Fluchtball oder sowas? Nee, anscheinend nicht. Ja, Rauchball heißt es, glaube ich. Strock. Sollte sich vielleicht auch mal langsam entwickeln. Wäre hilfreich. Aber gut, dann müssen wir halt kämpfen. Weil ich glaube, von dem Level 40er Golbert können wir da nicht mehr fliehen. Boah, wie die Animation hier noch aussah. Also, ich spiele momentan gerade privat eine Runde, Perl. Was, glaube ich? Perl. Und da sind ja ganz andere Animationen, insofern. Nicht zurückschrecken. Also man sieht, Pokémon braucht noch sehr viel Training. Mui, mui, Training. Muchas gracias. Muchas Training. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, ist jetzt inzwischen auch egal. Ark! Wir brauchen echt Zertrümmerer. Dumme Siegesstraße. Okay, Stollrak Level 40 gegen Stollrak auf Level 40. Aber meines ist männlich und du bist weiblich. Hoffentlich verlieben sie sich nicht ineinander. Ach du Scheiße, wer bist du denn? Er bekommt Labfieber. Ja, dann fiebt mal so sehr, dass du jetzt verlierst. Ass-Trainer Richard mit einem Dodrin. Das ist gut, Dodrin kann eigentlich gegen Stollrak nichts ausrichten. Okay, Triplett könnte nervig werden. Wenn wir brennen oder paralysiert sind oder eingefroren. Okay. Das nenne ich Glück. Triplett ist eigentlich eine ziemlich coole Attacke, wenn man bedenkt, was sie für einen Nebeneffekt haben kann. Der eigentlich ziemlich selten eintritt. Ja, Dodri ist ja schon mal weg. Ah, Stollrak, ja, ich werde nicht mein Stollrak gegen einen Stollrak reinschicken. Da kommt lieber die Iron Wall. Die stählerne Wand. Oder eiserne. Eiserne Wand, ja. Mit Flammenwurf. Ja, okay, Benutzschutzschild. Ist mir eigentlich auch egal. Hoffentlich weiß Floshi, was er machen muss. Ja, haha, ging daneben. Du Lappen. Jetzt brennen in der Hölle. Ja, das hat anscheinend ein sehr ausgerichtetes Moveset hier, das Stollrak. Was kannst du noch außer Schutzschild? Oh, Bodycheck. Ja, das hat ja schon fast etwas gebracht. Aber unsere Iron Wall ist da immer standhafter. Und Abracadabra. Haben wir irgendein Pokémon mit der Unlichtattacke? Kannst du Biss? Sieh. Okay, Valtenso. Zerfetz es. Mit einem Biss.
Mehr oder minder. Spezialverteidigung sinkt. Egal, wir sind schneller. Was mich wundert, dass wir schneller sind als ein Kadaver. Ich meine, Kadaver sind schon irre schnell. Ich habe meinen enorm hohen Spezialangriff, wie wir gerade eben sehen konnten. Und ich speichere ab. Und gebe den Part an Floshi. Bis dahin, ciao.